Nummer dran. Ring, 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 Banana Phone. Hört man das? Du alte Banana Phone. Da müssen wir noch weiter, ne? Ja. Du warst hier schon mal, ne? Ja, ja. Ich sollte echt mein Gamma hochdrehen, da hab ich schon das Gefühl, es ist dunkel oder hell ist. Ist gerade Mittag. Wie bitte? Brauchst du was zu essen, damit du rennen kannst? Ja. Vorsicht, das kostet alles, wenn dir was anbietet. Ja, erste Mal ist immer umsonst und dann... Ja. Wird's immer teurer. Der stellt dir das alles in Rechnung. So, hier war die Stelle, wo ich mich immer verirrt hatte, weil da Luke halt oben was platziert hatte und da geht's jetzt unten lang, ne? Nee, hier einmal hoch ist schon richtig. Und dann aber rechts lang, glaube ich. War das nee, rechts lang. Ah, nee, war schon richtig. Ja, genau, an der Brücke. Genau, und ich bin oben lang gegangen. Mein Weg ist hier oben. Wie so ein... Übrigens gab es meinen Weg vor eurem. Ich will das nur mal klargestellt haben. So, ihr aber verwirrt mich hier. Oben rechts fliegt irgendwas Brennendes. Ja, das ist da der Marker, der schon überstand. Das ist das Flugzeug, was wir alle vermissen, bestimmt. Was? Die stranden hier. Und das wird doch gefunden. Nein! Was tut der? Was ist so tot, oder tot? Was? Er verbrennt gerade elendig. Ein Leben! Schnell, schnell, schnell! Was haben die das gefunden? Ich hab ihn erschossen. Okay. Lauf doch nicht durchs Feuer! Er traut sich aber was jetzt. Was ist denn da los? Es klingelt, das Telefon klingelt immer noch. Ja, dein Bruder will rein. Das steht an der Tür. Hatte ich doch mal erzählt gehabt, ne? Bei der Pilotfolge war das, glaube ich. Da war ich aber nicht mit. Doch, Daluk hattest du dabei. Ich weiß das nicht. Nee. Ich war bei der Pilotfolge dabei, ja, aber davon war ja, nicht. Aber bei uns mit Downey und Krabs war dabei. Wo ich urplötzlich pausieren musste, weil draußen mein kleiner Bruder stand, der ins Haus wollte, aber keinen Schlüssel mit hatte. Kann sein, keine Ahnung. Ist nicht runterfallen, Basti, ne? Die WhatsApp-Nachricht habe ich 20 Minuten später erst gesehen, nachdem er es abgeschickt hat. Das weiß ich alle nicht. Lauf, Basti, wenn der Gast auf dich schießt, könnte er mich treffen. Das ist der Plan, oder nicht? Während ich runterfall, schieße ich dir noch einen Pfeil in den Kopf. Jetzt müssen wir hier hoch. Wieso, das Portal ist aber da unten. Ja, ja, gewesen. Ab hier geht's los. Hier habe ich jetzt meine Fackel. Ich war ja auf der Suche. Auf der Suche. So, da unten noch ist eine Fackel. Du warst auf der Suche. Mache Festung, damit ich hier mal für zu mir mal hier so ein paar Steine holen kann. Bricks. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass ich da noch auf Items treffe. Wahrscheinlich gleich alle verschwunden. Nee, das war doch keiner in dem Chunk, also müssten die ja noch da sein. Ja, das stimmt auch. Wo ist die nächste Fackel? Ich glaube hier hoch. Ja, hier. Das wird gleich noch total abenteuerlich. Oh, hier ist Lava, da gehe ich nicht lang. Steht so ein Lava-Block. So ein Einzelner, der nicht runterfließt, ja, ne? Ja, genau. So stand ein Lava-Block, stand. So, hier. War in der Höhle und find nicht mehr zurück. Was sollen wir denn sagen? In einer ganz großen Höhle. So, wo geht's jetzt lang? Moment mal kurz. Ah, unten links. Gestrandet halt. Da vorne links. Immer mit euren komischen Brücken. Mega geil, ne? Super geil. Sehr, sehr geile Lava. Diese Werbung. Kann eben da nicht wirklich helfen, weil ich da ja nicht jedes Mal hinkomme. Am besten war die Geburtstagswerbung davon. Von was? Ja, ich habe leider nur einen besten Kollege da angeschaut. Die sehr, sehr geile. Kennst du da sicher auch, oder? Pass mal auf, da, Lukas. Hier vorne. Die mit dem alten Typen da. Naja, das Geburtstagsvideo ist super. Das habe ich hier hochgegraben. Ja. Okay. Denke ich so, yeah, geil. Direkt noch und guck mal jetzt hier links. Ja, Mann. Okay, dann sind wir vielleicht weit. Ist noch weit? Papa schlumpf. Hier kommt nochmal so eine doofe Brücke und dann ist es gleich da. Wieso ist die Brücke halb aus Stein und halb aus dem... Ja, die Teile, die flogen hier schon rum. Ich hab sie nur verbunden. War ganz praktisch. Mensch, hör doch jetzt mal auf, jetzt vibriert das Handy wieder. Aha, beep, beep. Wir hören das nicht. Beep, beep.
Beep, beep. Beep. Wow, Mini! Oh, was da los jetzt hier? Was sind das für Mini-Zombies? Die Zombies, die Baby-Zombies. Sturm. Baby-Zombies. Kinder-Zombies. Sind die neu, oder? Nein, mit Wolle gewaschen. Oh. Ja, boah, das seit ist echt voller. Ja. Ich bin total baff. So, jetzt muss ich mal gucken. Nur hingerannt, verdammte Kacke. Ah, hier. Ja, hier wurde ich jetzt angegriffen von dem bösen Mann. Von dem bösen Mann. Der hat hier auf mich gelauert. Und wo bist du verrenkt? Nee, warte. Hier lang? Er schießt schon auf uns. Es ist garstig. Garstig? Garstig, ja. Alter, wie weit bin ich denn gerannt? Wie kommen wir wieder zurück? Hier wurde ich... Ah, hier bin ich zerplatzt. La 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 la. Ist ja echt noch alles da. Sogar die Tulpe, die ich geschenkt bekommen habe beim letzten Mal. Ja, die muss ja auch bestehen bleiben, die Tulpe. Ja, so. Und dann bekommt man schon mal Blumen geschenkt. Das da ist deine Rüstung, ja? Ja, das war meine Rüstung. Da hätte ich dir auch eine neue geben können. Ja, es geht ja darum, was ich hier Kram mit hatte, allgemein. So, was machen wir jetzt? Gehen wir zurück, was? Oder willst du weiter? Also, ich hatte eigentlich vor, weiter zu gehen. Ich wollte nämlich hier echt noch so eine Burg finden. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, wie du deine Items gefunden hast. Ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder zerplatze. Ich gucke, dass ich hier noch rausfinde, aber damit sollte ich kein Problem haben. Was wird denn hier geschrieben? Wir haben noch einen Teamspeak. Toll, ja, ich weiß vergrault. Es doch. Jetzt hast du ihn vergrault. Ach, na klar. Ich bin Nancy war die Einzige, die ihm geschrieben hat und zack, ist er weg. Immer dasselbe, ey. Gemein. Immer dasselbe mit der Frau, ne? Junge. Ey, ich bin da vorbei. Geh mal ans Telefon. Supergeil. Supergeiles Telefon. Das ist total buber. Toll, Bass, ich hab mich verlaufen. Ah, das geht doch gar nicht. Ich hab doch super Fackeln aufgestellt. Na, ich hab mich halb verlaufen. Hier sind komische Gänge. Sehr geile Fackeln hab ich. Sehr geile Fackeln. Richtig geile Fackeln. Ich will erstmal hier einen Weg anbauen. Reden wir noch von den Fackeln? Ach, Gott. Hat das wieder was mit deinem Handy zu tun? Ich weiß nicht, warte mal kurz. Was wird denn so geschrieben? Kannst du sagen, Bildzeitung, Frankreich, die Regierung tritt zurück. Siehst du? Hast du es. Haben wir gleich ein neues Thema. Das macht dich so an, oder was? Nee. Lässt sich extra alle Nachrichten per SMS schicken. Oh, das gibt's doch nicht, ey, wieso? Gucken uns den Dingens an. 3D. Dingens? Wie lange nehmen wir uns auf? Was? Sehr, sehr lang. Also ich glaube, ich... Keine Ahnung. Mit der Aufnahmesession zumindest. Weil ich habe jetzt einen guten Start, um beim nächsten Mal einfach eine Aufgabe zu haben, nämlich diese Döven Netherziegel zu finden. Die Döven Netherziegel. Die Döven. Döven. Aber wie lange nehmen wir denn schon auf? Ihr macht bestimmt. Bestimmt 45 Minuten. Glaube ich nicht. Sehr, sehr lang. Ich kann es ja gleich mal sagen. Ich nehme jetzt gleich meine Fenster und dann erzähle ich. Also von mir erstmal tschüss und ja, danke fürs Zusehen. Ja, von mir auch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, wir haben. Ja, Fenster, öffne dich. 46 Minuten. Ach so, das geht ja. Ich hab gerade auch keinen Bock mehr. Zack, zack. Verlaufen. Ich glaube, ich baue irgendwann mal ein bisschen offscreen weiter oder so. Weil ich komme sonst zu nichts. Das dauert sonst einfach zu lange. Ich denke, ich mache das auch mit dem Never Offscreen oder halt, ich fange an. Ja, auch das bauen. Ich meine, ich baue ja noch mehrere von den Häusern, weißt du? Ja. Sind ja egal eigentlich. So. Duh. Ey, kein Moment, das ist schon wieder 45 Minuten weg. Unglaublich. Das geht immer so schnell beim Spielen. Wenn man Spaß hat. Ja, bei Minecraft geht es immer extrem schnell. Vor allem, wenn man in einer Gruppe ist, ja. Bleib mal kurz einfach rein bei dir.
Jawohl, Sir. Sag, hier spawnt direkt ein Zombie neben mir. Ich glaube, ich habe einen totalen Fehler in meiner Matrix. Das ist schon wieder süß wieder. In deiner Matrix. Ja. Die Zahlen und Buchstaben sind wohl nicht grün oder was? Ach. Jedes Mal, wenn ich anfange, was zu bauen, baue ich mit vollkommen ungerade und dann fehlt was oder so, irgendwas zu viel. Und jetzt tue ich gerade mit meiner Axt Steine wegmachen, weil ich meine Pickaxe vergessen habe mitzunehmen. Komm los, ich muss wieder hoch. Ah, das wird schon. Ich baue das jetzt mal noch gerade, dann werde ich erstmal irgendwas zu essen machen. Ja, vor allen Dingen habe ich das mal, muss erstmal im Keller anfangen, damit ich hier die Truhen oben wegkriege, damit ich das Haus dann irgendwann in Ruhe fertig bauen kann. Dann steht da noch ewig eine Mauer da. Eine halbe, dreiviertelste, ein Fünftel. Ach, egal. Ich brauche einen Behälter für Wasser. Das macht man aus 3x Eisen, oder? Ja. Hier. Kannst du hier einen Eimer machen? So, alles was eingerichtet. Mal gucken, dass das dann jetzt heute Abend vielleicht sogar noch rendert. Wird jetzt gerade schon wieder zugetextet von überall. Super geil. Überall. Und Keller ist fertig. Nächste Woche das neue Minecraft-Video von euch. Ja. Hä? Lasst euch mal nicht immer 4 Monate Zeit. Ach so, Hell in der Wildnis. Ja. Ja, nee. Also wir hatten... Sehen. Habt ihr eigentlich schon angefangen wieder direkt, also während ihr das eine schneidet, weil ihr ja... Nee. Dauert ja ewig. Habt ihr auch noch gar nicht so irgendwie einzelne Szenen oder sowas aufgenommen? Nee. Also das meist skriptet so, ihr das? Vorher? Also, nee, fast gar nicht. Also wir machen... Wir haben... wenn wir uns was vorher überlegen, dann ist es meist nur... jetzt zum Beispiel bei Supergeil war das so, komm, lass mal, irgendwie muss man was mit Supergeil machen. Ende der Geschichte. Wie wir das machen und das alles, das kommt dann alles irgendwie während der Aufnahme, beziehungsweise ist über 80% sicherlich komplett spontan entstanden. Da rennen wir halt irgendwie durch die Gegend und sagen, ey, komm, oder es fängt irgendwie einer an zu summen und dann, woher war das denn nochmal? Es war da irgendwie die Werbung von Calgon oder so. Silent Bang, blablub, und dann macht man da irgendwie eine Silent Bang-Werbung, jetzt als Beispiel. Das entsteht aber dann alles spontan während der Sache. Während wir da das aufnehmen. Hallo. Sache ist halt auch, dass man das dann über mehrere Tage macht, weil das so viel Material ist. Teilweise rennt man dann auch eine halbe Stunde nur durch die Wüste. Was? Reden Sie. Was? Reden Sie. Reden Sie denn? Ich muss gerade mal gucken. Wonach musst du gucken? Mein Rendering. Doch. Ah, da. Hab ich jetzt geschlossen. Mach ich heute Abend weiter. Geschlossen? Ja, das Fenster. Ich konnte es nicht mal ansehen. Direkt
In der Audiospur habe ich den Dalukat rausgefiltert. Dreck in der Audiospur? Konnte ich nicht ansehen. Dreck? Ich hab's dann direkt gesehen. Er hatte Dreck in der Audiospur und hat Dalukat rausgefiltert, Dreck. Damit der Rest weg kann. Dreck. Das war Dreck. Seine Intention. Dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Hab ich jetzt geschlossen. Sparkels, ich hab dich für TTT wieder eingetragen, ne? Geil. Gestern war echt ätzend. Inwiefern? Wieso? Ach, die paar, nee, zwei oder drei Runden, nee, zwei Runden waren das, glaube ich. Man konnte sagen, was man wollte, das hat einfach absolut niemand zugehört, das hat einfach keinen interessiert. Du sagst einfach ganz genau, wer die Traitor sind. Du musst aber, weißt du, von wem du gerade erschossen wirst. Weißt du, was kannst du sagen, und alle rätseln, hey, wo Chris Grabs tot? Oh, wer hat ihn denn erschossen? Nein, hast du irgendwie 10-mal den Namen vorher gesagt. Mittlerweile haben aber auch gestern nur noch Leute mitgespielt am Abend, die sich alle schon gegenseitig kannten. Und du glaubst doch keinem Arsch mehr irgendwas. Es ist doch kackegal, was du sagst. Ja, ist doch am Ende ist es doch richtig. Du verarschen, Leute. Ich tu das ja nicht, das ist ja gerade das Ding. Ja, aber das glaubt man ja jetzt von jedem. Keiner glaubt irgendwem. Obwohl die eine Runde war gut. Hier auf den Rooftops. Keiner wusste, dass ich noch da bin. Und ich alle nacheinander weggesnipert habe. So, was machst du? Nimm sogar das Handy geholt. Was? Nein, hab ich nicht. Wer ist das? Wer ist es denn? Oder hat wir lachen? Ich war das doch. Oder schreibt Dalu dir. Sie hat gesagt, ich soll das machen. Alle 5 Minuten. Ja, aber erst wenn ich meine Hosentasche erweist. So. Wo? Ich muss jetzt gleich wieder auf den Server, also auf einen anderen Server und bauen. Auf dem links? Oh ja. Bild fertig bauen. Was fertig bauen? Ja, was ist da los? Ein Tempel. Was ist denn da los? Jetzt ist hier schon wieder das Telefon. Wahrscheinlich die Sprachbox. Hier, wie heißt das Ding? Ja, 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 wenn du bei der Telekom Mailbox. Bist. Mailbox. Genau das hässliche Mailbox. Voicebox. Herzlich willkommen bei Jacher Sprachbox. 3x3, 7x6. Ich find's viel schlimmer mit Leuten. Ich find's viel schlimmer mit Leuten, die ihre Mailbox eingestellt haben am Handy. Und dann kommt ja der momentane Anruf ist momentan nicht zu erreichen. Sie sprechen auf die Mailbox von und dann kommt dieser Name immer total 0, dumm gesagt. 1. Nein, nein, nein. Ja, genau. Das ist ja ihren Namen. Aber die sagen dann halt ihren Vor- und Nachnamen. Also Hans-Peter. Ja, so ungefähr. Ey, da kriege ich immer richtig Aggression. Ey, sprich doch deinen Namen normal aus. Und ich weiß auch, wen ich angerufen habe. Kann nicht so schwer sein. Ey. Sie sprechen auf die Mailbox von Hans-Peter. Also, Klaus. Ja, das ist aber wirklich, die Namen sind immer behindert gesagt. Ja, immer. Alle sagen die so ganz langsam, damit sie jeder Arsch versteht. Sag mir mal bitte, wie ich Brot mache. 3x Weizen in der Reihe. Weizen, Hafer, Hefe, Malz, das ist gut wie jeder Weiß. Das ist super Hammer. Lecker. Genau. Oh Gott. Ich hätte es in den Ofen gepackt. Von Charlie Waffles. Ja, gibt's aber viele. Ja.